Ich finde, wichtig ist die Transparenz, dass die Firmen aufschreiben, was genau drin ist. Man hat einfach die E-Nummern, wo man ja schon weiss, es sind sehr wahrscheinlich irgendwelche Konservierungsstoffe. Ich verstand gut, was unsere Konsumenten uns hier mitteilen. Bei Tommy haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren eine ganz neue Richtung eingeschlagen. Und dort finden sie nichts von dem drin. Und ich kann Ihnen vorlesen, unsere Zutaten, das ist Sonnenblumenöl, das ist Tafelessig, das sind Aprikosen. Wir selber haben ja auch Kinder und Familie. Wir selber essen ja auch unsere Produkte. Und was wir wollen, ist ja, dass wir gesunde, gute, ausgewogene Produkte haben, die sehr fein schmecken.